bist gerade auf der Suche nach einem Desinfektionsständer, nach einem Seifenspender, der stehend ist, wo man einfach nur die Hand darunter hält und das Desinfektionsmittel herauskommt, die Seife herauskommt, dann solltest du nun auf keinen Fall abschalten, denn ich habe hier den Latt-Desinfektionsspender. Diesen möchte ich mit euch zusammen auspacken, testen, ob er funktioniert, wie er funktioniert und ob er wirklich das hält, was er auch wirklich verspricht. Bleibt dran, direkt nach einem kurzen Intro fangen wir an. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und heute geht es um einen Desinfektionsspender, einen Seifenspender, einen stehenden Seifenspender, der mit einem Bewegungssensor funktioniert. Ihr müsst nur die Hand darunter halten und euer Desinfektionsmittel bzw. eure Flüssigseife wird euch auf die Hand geschüttet. Und dieses Gerät packen wir jetzt mal aus, testen es an und schauen mal, was es so kann. Ich habe euch das Produkt unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, könnt euch weitere technischen Daten holen und könnt euch mal anschauen, was andere Benutzer dazu schreiben, wie das Gerät funktioniert, um euch weitere Meinungen einzuholen. Also, wenn es euch interessiert, einfach auf den Link klicken, welcher unten eingefügt ist. Aber fangen wir an. Als erstes haben wir hier eine Metallplatte. Wir haben hier die Spenderdüsen, eine Installationsanleitung in Englisch oder besser gesagt Bauanleitung, dann den Spender an sich, wo die Flüssigkeit bzw. die Seife herauskommt und natürlich das Teleskop, die Teleskopstangen, damit wir das Gerät wirklich auf einen Ständer stellen können. Hier unten haben wir noch den Fuß, einen recht schweren Fuß, also ich schätze mal, dass dieses Teil ja gut seine 7 bis 8 Kilo wiegt. Als erstes bauen wir mal den Ständer zusammen. Wir nehmen den schweren Bodenfuß, haben hier unsere Teleskopstange, schrauben hier unten erst einmal die Halterung ab, damit wir diese im Fuß befestigen können. So, wir ziehen das Ganze hier hinten gut fest, sodass wir dann unseren Ständer haben. So sollte das Ganze dann aussehen. Dann benötigen wir die drei kleinen Schrauben sowie drei kleine Muttern und drei Unterlegscheiben. Wir nehmen die Rückwand und die Installationsplatte und schrauben diese an der Rückwand fest. Um die Rückwand zu befestigen, benötigen wir sozusagen die große Metallplatte und die kleine Metallplatte. Ihr nehmt die kleinen Schrauben, die M5-Schrauben und drei Muttern und befestigt die kleine Metallplatte an der großen, sodass hier hinten ein Bügel nach rechts absteht und hier vorne ein Bügel nach links. Die kleinen Schrauben schieben wir durch die etwas größeren Löcher. Wir haben davon auch drei Stück, sodass das Ganze dann entsprechend so aussieht. Also ihr habt hier oben eine Schraube, hier unten zwei Schrauben, wie ihr sehen könnt. Ne? Und achtet darauf, dass ihr die passenden Muttern verwendet für die richtigen Schrauben, aber das werdet ihr schon merken, denn es passen nicht alle Muttern auf alle Schrauben drauf. Nun nehmen wir die große Schraube, die große Unterlegscheibe, legen das Ganze hier oben auf und schrauben es auch entsprechend fest. Dazu könnt ihr natürlich jetzt euren Imbusschlüssel verwenden. Und nun ist euer Ständer schon fertig. Mit dieser Stellvorrichtung könnt ihr jetzt
natürlich auch die Höhe des Ständers verändern und wieder entsprechend festschrauben. Jetzt nehmt ihr euren Seifendesinfektionsspender und öffnet diesen erst einmal. Das macht ihr, indem ihr hier hinten leicht aufdrückt und die Klappe einfach nach vorne zieht. Nehmt nun den Behälter heraus. Diesen könnt ihr hier auch einfach zusammendrücken und herausnehmen. So, und nun befestigt ihr euren Behälter hier an der Standvorrichtung oder wenn ihr diese Standvorrichtung nicht wollt, könnt ihr diesen auch ganz einfach separat an der Wand befestigen. Dazu nehmen wir auch die etwas längeren Schräubchen, die passenden Muttern dazu und die Unterlagscheiben. Wir führen die Schrauben dafür hier einfach durch. Können hier noch eine Unterlagscheibe dazwischen setzen und fixieren das Ganze an der Rückseite mit einer Mutter. Dasselbe machen wir weiter oben. Wir führen die Schraube hier oben durch, fixieren das Ganze hinten mit einer Mutter und auf der rechten Seite das gleiche Spiel. Nun sollte dies bei euch so aussehen. Also drei Schrauben. Diese könnt ihr sogar noch hin und her schieben, wenn euch das gefällt. Und auf der Rückseite auch diese drei Schrauben mit jeweils einer Mutter und einer Unterlagscheibe. Diese drei Schrauben sind ja von der Metallhalterung, welche auf die andere eingeführt worden ist. So, und nun ist unser Seifendesinfektionsspender bereits installiert. So, und nun können wir den Spender wieder einbauen. Hier oben befüllt ihr diesen ganz einfach. Ihr habt hier eine Gummikappe, welche ja, dass die Flüssigkeit bzw. den Schaum oder die Seife sicher im Inneren behält. Hier unten habt ihr verschiedene Aufsätze, einmal für Flüssigseife, einmal für Desinfektionsmittel und einmal für Seifenschaum. Also es kommt ganz darauf an, was ihr gerne verwenden möchtet. Das eine ist mit Sprühfunktion, das andere kommt ganz normal herausgelaufen. Ja, das ist euch ganz selbst überlassen, was ihr da gerne verwenden möchtet. Hier an der Seite befindet sich ein Batteriefach. Es werden 4 A-Batterien benötigt, um den Seifenspender zu verwenden, damit die Bewegungsfunktion funktioniert, also der Bewegungsberührungsmechanismus. Oder ihr könnt auch hier ein entsprechendes Netzteil anschließen. Das kann ich euch alles unten gerne mal in der Videobeschreibung verlinken. So, dann macht ihr das Ganze wieder zu und euer Seifendesinfektionsspender ist betriebsbereit. Sobald ich die Hand darunter halte, kommt das Desinfektionsmittel portionsweise heraus. Seht ihr? Also es ist ein richtiges Sprühverfahren. Ich trockne mir die Hände noch mal kurz zwischenzeitlich ab, damit ihr sehen könnt, wie viel da rauskommt. Also trockene Hände. Und ihr seht, ich hoffe, ihr könnt das sehen, es ist vollkommen ausreichend vom Desinfektionsmittel. Ja, und die anderen sind, wie gesagt, dann für Seife bzw. für Schaum und funktioniert dann genauso. Also der Trick ist einfach, diese Bewegung, also dieses Touchfreie, dass man einfach durch den Bewegungssensor, also ihr seht, wenn ich hier unten dran halte, passiert gar nichts. Erst wenn ich hier oben dran bin, kommt das Desinfektionsmittel heraus. Wie gesagt, ihr habt die drei verschiedenen Köpfe. Ihr könnt den Kopf einbauen, wie ihr diesen benötigt. So, ich gehe mal davon aus, dass euch dieses Gerät nun auch überzeugt hat. Mit der Sensorfunktion, wie bereits erwähnt, ihr könnt es hier seitlich on- und offschalten. Ihr könnt es mit Netzbetrieb verwenden. Ihr könnt es mit Batteriebetrieb verwenden, wie ihr gerade eine Steckdose zur Verfügung habt. Der Ständer steht sehr stabil. Man muss ihn schon mit etwas Gewalt umwerfen, um ihn ja aus der Balance bringen zu wollen, sagen wir mal so. Ich finde, es ist gerade für die heutige Zeit ein tolles Gerät. Er hat
hat mich absolut überzeugt. Auch die beiden weiteren Düsen finde ich sehr praktisch, dass so etwas mitgeliefert wird für eine Sprühfunktion, für Seife, für eine normale Schaumfunktion und so weiter. Also ist kein Nachteil, dass man so etwas dabei hat. Das Tolle ist, das komplette Gerüst ist aus Metall, also der Fuß, die Teleskopstange sowie diese Metallplatte. Er lässt sich ganz leicht öffnen. Man kann ohne Probleme das Desinfektionsmittel bzw. die Seife oder den Schaum nachfüllen. Er hat einen Bewegungssensor. Man kann ihn mit Strom oder auch mit Batterien betätigen. Oder wenn man beides nicht zur Hand hat, kann man auch einfach hier unten diesen aktivieren und man bekommt auch so dann seine Seife bzw. sein Desinfektionsmittel oder seinen Schaum heraus. Wer möchte, kann ihn mit dem zusätzlichen Montagematerial auch einfach an der Wand befestigen. Ihr könnt mit diesem kleinen Tool die Klappe einfach nach unten drücken. Das ist noch einfacher, um diesen zu öffnen. Von daher in meinen Augen ein absolut tolles Produkt für jedes Gewerbe, für jede Gaststätte, damit die Leute sich die Hände waschen oder desinfizieren können. Wenn ihr euch so einen Spender zulegen wollt, habe ich ihn unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es gibt momentan einen Rabattcode darauf, dass ihr das Gerät nochmal 30 Euro günstiger bekommt. Wie lange dieser Rabattcode aktuell ist, kann ich euch nicht sagen. Also wenn ihr euch sowas zulegen wollt, schlagt schnell zu. Ansonsten könnt ihr euch auch mal die Bewertungen von anderen Benutzern durchlesen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie mir unten in den Kommentaren. Verwendet die Bewertungsfunktion mit einem Like oder Dislike. Abonniert meinen kostenlosen Kanal, drückt dazu natürlich die Abo-Glocke, damit ihr zukünftig keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin und schaut euch weitere Videos an, die ich euch hier eingefügt habe. Ciao!